Zum Teufel mit der Vorsicht. Ich durfte dem Kerl nicht die Initiative überlassen. Haben Sie Ihren Cousin in letzter Zeit gesehen? Gestern. Sie haben eine überraschende Ähnlichkeit mit ihm. Sie kennen ihn? Nur von Fotos. Herr, das hört man immer wieder. Die Leute verwechseln ihn sogar. Aber sagen Sie, welches Interesse haben Sie in diesem Fall? Außer Ihrem Schmerz. Wie weit sollte ich meine Karten aufdecken? Beim Tod des Signora ist vieles andere mit im Spiel. Zwei weitere Morde zum Beispiel. Drogenhandel. Ich finde nicht, dass man das alles auf sich beruhen lassen sollte. Sie haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Gestatten Sie mir eine weitere, etwas indiskrete Frage. Hat Ihr Interesse einen Preis? Wer ärgerlich wird, verliert, Giustozzi. Wer aus der Haut fährt, verliert erst recht. Dummstellen, Giustozzi. Es lebe der Zynismus. Aber alle vernünftigen Vorsätze halfen nicht. Ich verstehe. Sie wollen wissen, ob ich für eine bestimmte Summe bereit bin, mich aus der Sache herauszuhalten. Meine Antwort ist nein. Wir können trotzdem ins Geschäft kommen. Ich zahle den Preis. $30,000 und einige Gramm reines Kokain. Ich bewundere Ihren Stil, Signor Asturias. Ah, ich war der Meinung, Sie hießen Giustozzi. Wie ich der Meinung bin, dass Sie David Corolla sind. Ein Mensch ist immer der, der wirklich sein will. Sie kennen jetzt meinen Preis. Den Preis wofür? Für die Wahrheit. Ich will wissen, wer Carmen getötet hat. Auf dem Weg zum Hotel war mir zumute, als hätte ich mich mit einer Tarantel unterhalten. Man kann ein freundliches Treffen mit dem Teufel haben, nur ist man hinterher nicht mehr derselbe. Ich ging die Avenida Hidalgo hinunter, schaute hoch zum Cerro de la Bufa und da kam mir vor, als sähe ich ihn zum ersten Mal. Wie eine gewaltige, über der Stadt schwebende Mahnung zur Buße. Carmen war noch keine 24 Stunden tot. Ihr kalter Leib lag jetzt in irgendeinem Leichenschauhaus. Um zu büßen. Wofür sollte sie büßen? War sie schuld an der Gewalt? Waren wir, sie, ich und Tausende von Verschwundenen und Exilierten schuld daran? Wo Gewalt für uns bereits in der Schule begonnen hatte, wo die Lehrer uns in weiße Uniformen gesteckt und mit Gebrüll und Bestrafung gefügig gemacht hatten? Waren wir schuldig, wenn uns eine autoritäre Umwelt vergewaltigt hatte, sodass wir kämpfen, demonstrieren, streiken, manche sogar Bomben legen mussten, um dann im Kampf gegen die Panzerwagen niedergemäht zu werden? Und alles war vergebens gewesen. Das war das Entsetzliche.